Ja, Herr Hebestreit, ich war geradezu geschockt, als ich nachlesen musste im Protokoll vom Montag, wie Sie mit dem armen russischen Kollegen von der Deutschen Welle umgegangen sind. Den haben Sie ja behandelt, als würde er für die Nachdenkseiten fragen. In dem Kontext hätte ich noch eine Verständnisfrage. Sie sprachen davon, wir sind in diesem Raum heute ja unter uns, aber ab und an sind auch noch andere hier im Raum. Anschließend rieten Sie den Journalisten noch entsprechend vorsichtiger zu formulieren. Da würde mich interessieren, auf wen bezogen Sie sich denn konkret mit wir sind unter uns und wer sind Ihrem Verständnis nach diejenigen, die an diesem Tag nicht in der BPK waren? Ach, Herr Warwick, ich glaube, alle, die im Raum waren, haben das genau verstanden. Und wenn russische Narrative in diesem Raum unterbreitet werden, in der Phase dann irgendwie weiter zu verbreiten über das Internet, dann ist das eine Phase, die muss man in einer freiheitlichen Demokratie aushalten, man muss sie aber nicht befördern. Und das sehen Sie sicherlich ganz genauso, wie wir alle auch. Wie wir alle auch. Dann würde ich doch noch die Frage damals von dem Deutsche Wellenkollegen aufgreifen, die entsprechende ukrainische bzw. internationale Legion oder die ukrainische Fremdenlegion untersteht zu einem Teil dem militärischen Oberkommando und zum anderen dem Kommando des ukrainischen Geheimdienstes. Da würde mich interessieren, können Sie denn vollumfänglich ausschließen, dass tatsächlich keine deutschen Steuergelder in die Finanzierung ausländischer Söldner in der Ukraine geflossen sind? Es werden keine deutschen Steuergelder in die Finanzierung ausländischer Söldner geleckt. Dann hatte Herr Jessen eine Frage zum Antimuslimbericht.